Wochenlang war die Ampel im Clinch, vor allem FDP und Grüne fanden keinen gemeinsamen Nenner. Doch nun scheint sie gefunden zu sein, nach 30 Stunden legte der Koalitionsausschuss der Regierung seine Pläne vor. Auch in den Talkshows von ARD und ZDF sind sie Thema. 30 Stunden saßen sie zusammen, die Koalitionspartner von SPD, FDP und Grünen. Das Ergebnis waren 16 Seiten, die nicht weniger als einen neuen Koalitionsvertrag für die nächsten Jahre enthielten. Gäbe es einen Gewinner in den Verhandlungen, wäre es die FDP. Neben der Energieneutralität bei Heizungsumbauten, die das Gebäudeenergiegesetz vorsieht, ist ihnen auch der beschleunigte Ausbau von 144 Autobahnprojekten zu verdanken. Außerdem setzt sie sich seit Jahren für den Bürokratieabbau ein, der nun forciert werden soll. Aber auch die Grünen haben viel erreicht. Neue Autobahnabschnitte sollen mit Solarpanels ausgestattet und der Schienenausbau vorangetrieben werden, auch wenn dessen Finanzierung noch nicht wirklich geklärt ist. Zwar soll die LKW-Maut im nächsten Jahr angehoben werden und 80% davon in das Bahnprojekt fliessen, aber das reicht noch lange nicht. Auch der Naturschutz soll gefördert werden. Andere Projekte mussten die Grünen dafür begraben, ein Tempolimit etwa scheint endgültig vom Tisch zu sein, zumindest wird in dem Dokument kein Wort erwähnt. Auch etwas. Es haben die Koalitionspartner jedoch erreicht und sind ihre Vorgänger in den vergangenen Jahren definitiv voraus, bei den Gesprächen kam kein Wort heraus. Ein Versprechen, das sie vor anderthalb Jahren gegeben und perfekt gehalten haben. Der Streit scheint jedenfalls vorerst beigelegt. RTL und NTV-Politchef Nikolaus Blome glaubt jedoch, dass die Auseinandersetzungen der vergangenen Woche ihre Spuren hinterlassen haben. Er befürchtet, dass Deutschland in den nächsten Jahren eine Koalition des Misstrauens erleben werde. Aber er lobt, zumindest an einer Stelle hat sich die Vernunft durchgesetzt, das ist das Erreichen der Klimaziele für Kohlendioxid. Blome erwähnt ironisch, dass er sich nicht nur Solarpanels auf den Autobahnen wünsche, sondern auch ein besseres Handynetz auf der Schiene. In den Mammutverhandlungen der Regierung scheint die Digitalisierung jedoch kein Thema gewesen zu sein. Abschliessend bemängelt Blome, dass bei den Haushaltsplänen nichts und zu wenig beim Thema Heizungsumbau geregelt sei, das viele Bürger betreffen. Klimaschutz im gemeinsamen Interesse, zugleich spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Markus Lanz im ZDF genau darüber. Wir sind uns einig, dass wir ab dem nächsten Jahr nicht wollen, dass neue Öl- und Gasheizungen eingebaut werden, sagt der grüne Politiker. Sie wollen, dass der Bundestag das betreffende Gebäudeenergiegesetz bis zu den Sommerferien verabschieden kann. Nach dem Willen der Koalition soll das Gesetz zum 1. Januar 2024 weiter gelten. Da dürfen von wenigen Ausnahmen abgesehen nur noch Heizgeräte installiert werden, die mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Bereits nach 30 Jahren müssen Gas- und Ölheizungen ausgetauscht werden. Hier soll es künftig Ausnahmen geben. Sagt Habeck, wir werden alte Menschen, die die Investition nicht leisten können oder wollen, von dieser Pflicht ausnehmen. Neu ist auch, dass die finanzielle Förderung von Wärmepumpen, die derzeit bei bis zu 40% liegt, ab 2024 nicht mehr allen zur Verfügung steht. Habeck, wir werden künftig auf die Einkommenssituation schauen, für den sozialen Ausgleich sorgen, damit die Menschen mit unteren und mittleren Einkommen sind nicht überfordert, müssen meiner Meinung nach nicht mehr zahlen. Allerdings gibt es ein Problem, derzeit ist es in Deutschland fast unmöglich, eine Wärmepumpe zu bekommen, geschweige den Heizungsbauer mit entsprechendem Fachwissen. Installateure würden derzeit ungeschult, sagt Habeck. Er macht jedoch deutlich, dass Wärmepumpen nicht unbedingt installiert werden müssen. Auch das Heizen mit grünem Wasserstoff soll in Zukunft möglich sein. Städte und Gemeinden könnten auch Fern- oder Nahwärmenetze aufbauen. Die Bundesregierung will den Netzausbau beschleunigen. In einem solchen Fall können Hausbesitzer, deren Öl- oder Gasheizung zu früh den Geist aufgibt, für eine Übergangszeit auch einen gebrauchten Heizkessel einbauen, verspricht Habeck. Autobahnausbau pragmatische Lösung, Habeck räumt ein, dass die Grünen mit der Entscheidung zum Autobahnausbau nicht wirklich zufrieden waren. Das ist eine pragmatische Lösung, sagt der Bilanz.
Wir sind nicht stolz darauf, aber es gehört zum Wesen des Kompromisses. Also alles okay. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt glaubt es nicht. Wir haben einen Strehdampel und jetzt wird der Streh zur Kultur erklärt, sagt der Politiker bei Maischberger im Ersten. Für eine 30-Stunden-Meeting war das Ergebnis laut Dobrindts vage. Anders als CDU-Chef Friedrich Merz würde er aber nicht von einer Regierungskrise sprechen.